Gut, fangen wir einfach mal an. Hallo zusammen. Ich sehe ein paar Gesichter aus dem gestrigen Workshop, Lua-Workshop. Das ist jetzt im Prinzip so die Fortsetzung. Gestern, das war so das Vorgeplänkel, damit man teilweise das versteht, was jetzt kommt. Wobei das aber jetzt nicht so sehr Lua-lastig sein wird, wie es gestern vielleicht den Anschein hatte. Okay, aber fangen wir einfach von vorne an und dann schauen wir mal, wie wir durchkommen bei der Geschichte. Mein Name ist Uwe Berger. Vorstellung kommt gleich auf der nächsten Seite, falls jemand gestern nicht dabei war. Wifi mit Lua, das ist unser offizielles Thema. Der Nerd-Titel steht dann darunter. Node-MCU für ESP 8266. Man braucht ja irgendwie so einen gängigen Titel, damit die Leute auch kommen. Und wenn sie dann hier sind, merken sie, es ist ein Nerd-Thema. Aber gut, okay. Ja, vielleicht kurze Geschichte zu mir. Ich bin Softwareentwickler im richtigen Leben, wie viele Leute bei euch auch hier im Raum. Aber nicht für freie Software, sondern PPS-Software oder MES-Software in einem großen Maschinenbaubetrieb in Deutschland. Wir stellen Druckmaschinen her und meine Software bewegt im Prinzip Eisen. Also FTS-Fahrzeuge, also führerlose Transportsysteme, Regalfahrzeuge und solche Geschichten, BDE, MDE, so eine Geschichte mache ich und verdiene damit Geld. In meiner Freizeit Hard- und Software-Spielereien, deswegen ist auch dieser Vortrag zustande gekommen. Bin schon älteres Semester, seit 95 mit Linux. Bin organisiert in der Brandenburger Linux User Group, nicht im Land Brandenburg, sondern es gibt in Brandenburg auch eine Stadt, die heißt Brandenburg. Genau dort wohne ich, dort ist auch diese User Group ansässig. Wir haben auch irgendwann mal den Blit vor Jahren organisiert. Meine E-Mail-Adresse, okay. Machen wir es einfach so, wir haben danach ganz viel Zeit. Also ihr bestimmt, wann wir dann zur Mittagspause gehen. Also Fragen könnt ihr gleich stellen. Ich versuche die dann zu beantworten, falls es Fragen gibt. Und okay, Motivation. Internet of Things. Ist ja das große Hypewort heutzutage. Jeder will da irgendwo sein Telefon im Internet haben, seine Webcam, sein Fenster will er von Malta die Jalousie aufmachen können über irgendeine App zu Hause. Licht anschalten, was weiß ich nicht, irgendwas. Alles ganz komisches Zeug ist irgendwie zusammengefasst in dem Internet of Things. Also diese ganzen Komponenten sind irgendwie in dieser grauen Wolke Internet verbunden, können sich untereinander, sehen sich untereinander. Man hat hier irgendwo einen Schalter zu Hause oder auf Malta und schaltet das Licht bei sich zu Hause ein, wenn man der Meinung ist, damit schreckt man den Einbrecher abends dann ab, das Haus zu betreten. Oder man möchte gerne wissen, wie ist die Temperatur, wie auch immer, Internet of Things. Und das ist so die Motivation auch für diesen Vortrag, obwohl ich nicht so der Typ bin, der da so Home-Automation und Internet of Things so cool findet. Aber trotzdem habe ich mich mit den Themen beschäftigt und es geht im Prinzip darum, die Hardware, die man da braucht, ein bisschen zu programmieren und so weiter. Hier wollen wir hin. Ja, also das ist ein Skript, 15 oder 16 Zeilen lang, was ein Webserver darstellt. Ja, und genau dort wollen wir hin, wie man mit spezieller Hardware, kommt dann auf den nächsten Bildern, da wird diese Hardware vorgestellt, mit einer speziellen Firmware, die Lua versteht, wie man mit 15 Zeilen zum Beispiel einen Webserver schreiben kann. Diese Folie kommt später nochmal, dann erkläre ich auch, wie das Dingens da funktioniert. Aber ich fand das, als ich das erste Mal mich da mit dem Thema beschäftigt habe, interessant, mit so wenig Codezeilen so viel auf so einer kleinen Hardware ausrichten zu können. Und okay. Gut, der Weg dahin. Wir brauchen also ein Stückchen Hardware, wird dann gleich in der Folge beschrieben. Speziell gesagt, das ist der ESP 8266, was es ist, kommt dann gleich. Wir brauchen eine kleine Toolchain, wir brauchen etwas Verständnis für Lua im Allgemeinen und für das Node-MCU Lua im Speziellen und, das ist dann der Hauptteil des Vortrages, ein paar beispielhafte Dinge, wo man sieht, mit welchen
Methoden, Algorithmen, mit welcher Denkweise man daran gehen muss, um solche Dinge zu schreiben. Gut, Fragen bis hierher? Denke ich, das war noch alles klar. Das ist ja jetzt erstmal nur das Vorgeplänkel gewesen. Kommen wir einfach mal zur Hardware. Ja, das ist so ein ESP8266-Chip, der kommt irgendwie aus China. Die Firma, die das Ding gebaut hat, Expressive, ist im Prinzip ein System of a Chip, also ein SoC mit einer 32-Bit-RISC-CPU. Spezielle Name, der steht dort oben. Bis 160 MHz getaktet, hat einen internen Speicher von, ja, wenn man jetzt zusammenrechnet, so knapp 150 Kilobyte und eine SPI-Schnittstelle, wo man noch einen Dataflash ran oder mehrere Dataflashes ran knallen kann. Und er kann ungefähr 128 Bit, also was sind das, 4 Kilo? Ne, 500 Kilo, ne? Ist jetzt auch egal. Adressieren kann über diese SPI-Schnittstelle. Das ist das viel Interessantere bei der ganzen Geschichte ist eigentlich das hier, was ich jetzt hier nochmal rot markiert habe. Nicht so schlimm. Was ich rot markiert habe, das Ding kann WLAN. Und kann die gängigen Standards, so wie sie dort angeschrieben sind, also 802.11b, G, N, mit den angeschriebenen Feldstärken oder Sendestärken, die ganzen WPA, WPA2, WEP und die ganzen Verschlüsselungsalgorithmen dazu. Was auch wieder interessant ist, er kann nur Station Mode, sondern er kann auch AP-Mode, also Access Point Mode, und er kann auch beides kombiniert. Da habe ich, wenn es funktioniert, ein Beispiel vorbereitet. Also wenn man jetzt schon mal hier im Netz gucken würde, dann würde, glaube ich, ein Netz ESP8266 schon mal sichtbar sein, wenn die Hardware hier unten funktioniert, die ich hier rangestöpselt habe. Das Passwort verrate ich dann später in der entsprechenden Folie. Also ist ein WLAN-Chip. TCP ist in der Hardware mit implementiert, also da muss man sich überhaupt, also der TCP-Stack, man muss sich da überhaupt kein Problem machen. IP44 kann das Ding. Ja, und dann auch für die Nerds, die sich mit Mikrocontrollern beschäftigen, das Ding kann eben halt nicht nur funken, sondern ist eigentlich auch ein richtiger Mikrocontroller. Also wir haben eine serielle Schnittstelle, eine Two-Wire-Schnittstelle, PWM kann der SPI, hat verschiedene I/O-Ports ausgeführt, Analog-Digital-Wandler und also so ein Spaß, den man auch braucht, um irgendwas Sinnvolles mit dem Ding zu machen. Sinnvolle oder mehr oder weniger sinnvolle Beispiele kommen dann noch so auf der letzten Folie. Stelle ich zwei meiner Projekte mal vor, die ich mit so einem Zeug dort verwirklicht habe. Diese 3,3 Volt, die sind wichtig zu wissen und auch wie viel Strom das Ding zieht. Es ist nur 3,3 Volt tolerant und das ist auch ernst zu nehmen. Also auch die I/O-Ports sollte man nur mit 3,3 Volt befeuern. Ansonsten geht das Ding ins da kaputt. Und wenn er sendet, braucht er auch schon ganz schön Strom. Also 250 mA, manche Leute sagen 300 mA, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, damit kommt man irgendwo hin mit der Stromversorgung. Und dann funktioniert das schon. Fragen? Jo. Ja gut, ich habe den noch nicht ausprobiert, deswegen habe ich jetzt mich da aber wenn du sagst 1 Volt, okay, klar. Ja, bis zur Betriebsspannung, genau. Okay. Mhm. Ja. Also der Einwand war jetzt, falls es keiner draußen gehört hat, der ADC kann nur 1 Volt im Gegensatz zu den gängigen Mikrocontrollern bis zur Betriebsspannung. Und ein paar Module, die wir jetzt hier auch auf dieser Folie sehen, haben schon Spannungsteiler, dass das dann ein bisschen abgesichert sind. Okay, dieser ESP8266 kann man natürlich so als Chip kaufen, wieder oben. Lötet sich ein bisschen doof als normaler Bastler. Es sei denn, wenn man benutzt einen gängigen oder vernünftigen geeigneten Sockel oder sowas. Wird in Modulen ausgeliefert. Ich habe jetzt mal zwei Module als Bildchen und ein paar Parameter rangeschaltet, aufgezeigt hier auf der Folie.
Im Prinzip unterscheiden die sich nur an den Anzahlen der verfügbaren oder herausgeführten Schnittstellen. Das ist immer der gleiche Chip. Hier ist er bloß unter diesem Metalldingens. Und hier ist er, glaube ich, auf der Rückseite. Nee, ist der hier, glaube ich. Also unterscheidet sich nur an den herausgeführten Pins. Also zum Beispiel dieses ESP01, das hat nur zwei I/O-Ports, die man wirklich benutzen kann. Die anderen werden dafür gebraucht, um die serielle Schnittstelle, den Reset-Taster noch reinzubringen. Im Gegensatz dazu, ESP12E hat dann schon ein bisschen mehr rausgeführt, zum Beispiel auch den ADC, die SPI-Schnittstelle und auch neuen IO-Ports, die man verwenden kann. Also das sind auch so die beiden Module, die ich für meine Experimente und für meine Projekte verwende. Es gibt noch zahlreiche mehr, vielleicht bei dem 12er noch, hat auch einen etwas größeren Flash. Ist auch manchmal ganz hilfreich, wenn man ein bisschen mehr Skript. Wie bitte? Achso, ja, die Frage kam auf den CLT dann auch. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Ja, 3 €. Wenn man in China bestellt. Und ich glaube, wenn man im 10er-Pack bestellt, dann, was weiß ich, 9 für 10 oder irgend sowas. Also, wirklich, das ist Spaßpreis und deswegen im 10er-Pack gleich bestellen und im 5er-Pack, man macht da nichts falsch. Und lohnt sich wirklich damit rum zu experimentieren. Das kostet keine große Welt. Die hier liegen, müsst ihr jetzt nachdenken, vielleicht 6 €, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also so in den Preislagen ist es. Also wirklich sehr interessant für Bastler und da rum zu experimentieren. Ja, Antennenausführung, vielleicht nochmal die Leute, die das nicht erkennen hier. Die Antenne ist bei beiden jetzt eine Printantenne auf der Leiterplatte. Es gibt auch Ausführungen mit Keramikantennen und auch Ausführungen, wo die Antenne als Stecker rausgeführt ist, wo man dann eine vernünftige Antenne ranhängen kann. Okay, hier nochmal Schaltbild meiner typischen Testschaltung. So wie sie jetzt auch zum Beispiel hier liegt. Also das ist jetzt hier so mein Testaufbau. Da oben eine Stromversorgung, ausreichend stark. Haben wir gelernt vorhin, so 300 mA circa. Ich benutze da mal einen, der auch an 1 Ampere ab kann. Da so ein LM2937. Okay, und dann hier, das ist jetzt zum Beispiel das ESP1-Modul. Ja, Reset-Taster braucht man, einen Jumper oder einen Taster, um das Ding flashen zu können. Was das bedeutet, erzähle ich dann gleich. Ja, und dann hier für zum Beispiel für Two-Wire, dass man auch Pull-Ups hat oder irgend so eine Geschichte. Also nicht aufwendig, was man noch drumherum schalten muss. Und da fehlt eine Folie. Nee. Aber doch, vielleicht sollten wir die zuerst noch machen. Es gibt natürlich auch für die Nicht-Bastler. Stopp. Ich habe dann vielleicht doch was vergessen hier zu erzählen. Man braucht natürlich irgendwas noch serielle Schnittstelle. Und ich hatte ja gesagt, 3,3 Volt können die IO-Ports nur. Also man sollte dann auch zusehen, dass seine serielle Schnittstelle, das Modul, was man damit verwendet, auch nur 3,3 Volt liefert. Oder ich habe bei mir hier zum Beispiel so Pegelwandler drin. Darauf sollte man schon achten. Und jetzt gehen wir mal doch zu dem Ding hier. Für die Leute, die da nicht löten wollen oder am Anfang löten wollen, nicht löten wollen und die es ein bisschen bequemer haben wollen, gibt es dann auch sogenannte Not-MCU-Boards, die von den Arduino-Jüngern meistens immer die Firmware gleich runtergeknallt wird. Aber auf denen ist schon diese Firmware, die wir jetzt dann gleich beschreiben oder besprechen werden, schon auf dem Flash drauf. Und zusätzlich auf diesen Modulen ist dann eben halt auch schon der Spannungswandler drauf. Hier die serielle Schnittstelle über eine Micro-USB und auch die ganzen IO-Ports schon schick rausgeführt. Großer Vorteil ist natürlich, okay, man muss sich erstmal nicht drum kümmern, alles schon da. Serieller USB-Wandler ist da, Stromversorgung ist da, halbwegs ausreichend. Not-MCU muss man nicht raufflashen, die Firmware. Ein großer Nachteil ist dann natürlich, irgendwann veraltet auch mal die Firmware oder man möchte doch vielleicht noch ein anderes Modul mit drin haben. Da muss man doch irgendwann anfangen rumzuflashen. Bietet es dann eine Möglichkeit, ist kein Thema, aber
irgendwann kommt man so und so an die Stelle, wo man flashen muss. Okay, Fragen bis hierher? Das ist so ein bisschen Hardware gewesen. NodeMCU, das ist eigentlich jetzt das Thema, ist im Prinzip eine Firmware, die es ermöglicht, diesen ESP8266-Chip und das, was da so da drumherum ist, mit der Interpretersprache Lua zu programmieren. Und zwar on the chip. Das heißt also, es ist eine Firmware, die flasht man darauf. Und dann habe ich es irgendwo hingeschrieben, ja, da geht man mit einer seriellen Schnittstelle daran und dann hat man im Prinzip eine Lua-Shell, die Shell des Interpreters da. Also eine Kommandozeile, kann ich vielleicht dann nachher auch gleich zeigen. Und kann dann schon gleich mal Lua losskripten. Oder, was man auch machen kann, man kann natürlich auch Lua-Skripte auf seinem PC schreiben, die in den Flash-Speicher schreiben, weil dort existiert nämlich dann, wenn man die Firmware installiert, auch ein Filesystem. Und da kann man seine Lua-Skripte ablegen auf dem Flash und die dann im Prinzip starten. Also Lua on the chip. Also ist, glaube ich, jedem verständlich, was ich da meine. Und ja, also ganz tolle Geschichte. Und klar, man kann das Ding natürlich auch mit dem SDK von Expressive programmieren oder mit anderen Toolchains. Kommt zum Schluss vielleicht nochmal eine kleine Übersicht, was es noch so gibt außer diesem Zeug. Aber das war für mich im Prinzip so der Antrieb, sich einmal mit Lua zu beschäftigen, einmal mit dieser Hardware zu beschäftigen und nicht schlecht. Ja, was steht hier noch auf dieser Folie? Die Firmware findet man im Repository auf GitHub. Dort oben ist die URL dazu. MIT-Lizenz, ansonsten okay. Hat man noch was vergessen? Ja, stammt aus dem eLua-Projekt, das Zeug. Wer gestern bei meinem Workshop war, da hatte ich auch so eine einführenden Folien gehabt, Lua, und da habe ich ja ganz deutlich gesagt, Lua ist ja im Prinzip nur eine C-Bibliothek, die man irgendwo anders einbinden kann. Ja? Auch der Lua-Interpreter, den man für einen PC bekommt, ist ja auch nichts weiter als ein kleines drumherum geschriebenes Programm für diese C-Bibliothek. Und genau so ist es auch mit dieser Firmware. Ja. Gut, so, das ist jetzt ein bisschen Theorie gewesen, jetzt steigen wir mal praktisch in die Geschichten ein. Das Erste, was man natürlich machen muss, man muss sich diese Firmware besorgen, da gibt es drei Mittel oder drei Wege. Hardcore, man lädt sich das Git-Repository runter und versucht selber zu übersetzen, also ein bisschen rumzukonfigurieren, selber zu übersetzen. Voraussetzung ist natürlich, dass man das SDK von Expressive installiert hat, dass man einen Cross-Compiler hat, also sich die Umgebung noch dazu baut. Deswegen sage ich Hardcore, ich habe es zum Beispiel nie gemacht. Den zweiten Punkt habe ich dann schon mal probiert. Dieser Marcel Stör, der hat einen Docker-Container schon mal mit dieser Toolchain, also mit dem Cross-Compiler, mit dem SDK und alles, was man so braucht und auch mit den Flash-Tools, die man später braucht, zusammengestrickt und man kann sich diesen Docker-Container runterladen und ganz normal das Zeug übersetzen. Eine nette Geschichte, ich habe es nur ein einziges Mal gemacht, weil, jetzt kommt dieses grün angestrichene dort, es gibt eine Webseite, in der man sich seine Module, die man gerne haben möchte und reinkompiliert haben möchte, in diese Firmware zusammenklicken kann. Es kommt auch irgendwann nochmal eine Seite, wo man diese Einstiegsseite sieht. Klickt zusammen, gibt seine E-Mail-Adresse an, sagt, mach mal. Dann kriegt man sofort eine Mail, ja, Compiler läuft jetzt los und dann so nach 3, 4, 5 Minuten, es kommt immer drauf an, die Folien sind dann im Vortragsprogramm der Frostcon zu sehen, brauchst nicht fotografieren. kriegt man eine Mail mit einem Link und dann kann man sich seine spezielle Firmware runterladen und das ist die einfachste Methode, also die flasht man dann drauf und funktioniert. Also ich finde das ganz, ganz nett. Ja, gut. Also man hat dann diese Firmware sich entweder erzeugt oder runtergeladen oder wie auch immer. Also ist dann auf dem PC und dann braucht man natürlich ein Tool, mit dem man diese Firmware flashen kann. Also man muss dann diesen, was wir in diesem Schaltbild gesehen haben, da diesen Jumper setzen für dieses Flash-Port, dass der auch erkennt, dass er im Flash-Modus ist, resetten. Und dann habe ich jetzt mal so ein Tool, ESP-Tool, benutze ich immer zum Flashen dieses ESP8266.
Hier ist die Kommandozeile dafür. Das Port über die der seriellen Schnittstelle, über die man das macht. Man möchte flashen auf die Adresse. Und das ist jetzt im Prinzip der Name des Binaries, den man da oder da sich erzeugt hat. Und dann war es das. Dann hat man das Ding auf seinem ESP8266 und kann im Prinzip loslegen, Lua programmieren. Fragen bisher? Okay. Gut, das hatten wir schon. Man kann es, wie gesagt, auch sparen, wenn man. Da liegt der Preis, ich weiß gar nicht so, 10 Euro, 15 Euro. 3 Euro. Auch schon 3 Euro. Aha, okay. Kommt wahrscheinlich dann auch darauf an, ob man in China bestellt oder bei Waterworld oder wo auch immer. Okay, gut. Ja, genau. Gut, so, Firmware haben wir. Brauchen wir trotzdem noch ein bisschen Toolchain. Sprich also ein Editor, mit dem ich Lua-Programme schreiben kann. Macht sich vielleicht ganz gut, damit das nicht so wust wie gestern in meinem Workshop aussieht, wo man nicht erkennt, welches End zu welchem Beginn gehört oder zu welchem Do oder zu welchem For oder auch jetzt in den nächsten Bildern, die jetzt auch kommen. Da kommt jetzt nämlich im Prinzip auch bloß noch Quelltext. Also Syntax-Highlighting ist vielleicht ganz sinnvoll, aber da nimmt man im Prinzip den Editor, den man gerne möchte. Also da sollte man jetzt sich nicht auf irgendwas festlegen. Es gibt natürlich auch ganz spezielle, ich gucke gerade, steht es hier drauf. Ja, weiß ich, sehe ich jetzt gerade nicht. Egal, doch, da ist ein Link. Aber ja, es gibt natürlich auch richtig integrierte IDEs. Also eine Übersicht dieser IDEs habe ich vor einem halben Jahr, als ich den Vortrag schon mal für ein CLT gemacht habe und vorbereitet habe, zufällig diese Seite gefunden. Da gibt es eine Übersicht der IDEs. Und was sehr, sehr verbreitet ist, das Ding nennt sich ESPlora, glaube ich. Also abgeleitet von Explorer. Das ist so eine Java-Umgebung, wo man einen Editor hat, wo man auch schon das Terminal hat, der seriellen Schnittstelle von dem ESP-Tool, wo man verschiedene Möglichkeiten und Bunt und Klick und ganz toll. Habe ich auch am Anfang benutzt, dann war ich aber irgendwie der Meinung, erstens Java, ganz komisch, geht zu langsam auf meinen Rechnern. Und wozu brauche ich, wenn ich einfach bloß ein Lua-Skript da runterladen möchte auf das Dingens, da überlastete oder überladene IDE. Deswegen bin ich dann im Prinzip auf Grundlage dieser Linkliste auf dieses Dings gekommen. NodeMCU Uploader. Kennt das jemand? Also wer sich mit diesem ESP 8266 mit NodeMCU beschäftigt. Das ist im Prinzip ein Kommandozeilentool, wo es dann verschiedene Kommandos dann absetzbar sind mit verschiedenen Ausprägungen. Kommen wir dann vielleicht, kann ich das dann nachher noch ein bisschen zeigen, wenn wir auch diese praktischen Beispiele, zwei habe ich davon vorbereitet, dann werde ich mal mit diesem NodeMCU-Uploader ein bisschen arbeiten. Große Vorteil, ich habe gesagt, Kommandozeilentool, man kann es eben halt in den Editor seiner Wahl mit einbinden. Ich habe zum Beispiel, ich benutze Gainy als Lieblingseditor für alles. Und dann kann man eben sich halt, wenn das ein Lua-Skript ist, das sich auf F7 legen, dass er das runterlädt und auf F8 oder F9, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich meine Dinger da konfiguriert habe, dass das Skript auf dem Chip dann ausgeführt wird. Also das ist dann der große Vorteil, wenn man so ein Kommandozeilentool nimmt. Man nimmt seinen Lieblingseditor und baut sich dann seine Umgebung zusammen. Das ist die Adresse, wo man das Zeug runterladen kann. Da gibt es auch eine Installationsanleitung, wenn man es braucht. Soweit ich weiß, ist es, glaube ich, bloß ein Python-Skript. Gut. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein bisschen Lua-Know-how. Gab es ja deswegen auch den Workshop. Beziehungsweise lua.org. Das ist, also Lua ist eine, wer weiß nicht, was Lua ist? Skriptsprache. Ja, aber der Syntax ist nicht aufregend. Man erkennt das auch, das wirst du dann auch gleich sehen. Aber da so die prägnanten Adressen, lua.org, das ist die Projektseite, dann ein schickes Buch, was ich auch gestern bei hatte beim Workshop, was mir sehr geholfen hat, da auch so ein paar Feinheiten und ein paar Interna von Lua zu verstehen und zu sehen. Okay, und dann der letzte Link ist im Prinzip das Manual von NodeMCU, also die Dinge, die dort in Lua oder für Lua implementiert sind. Okay. Fragen? Das Buch gibt es nicht mehr. Echt nicht? Nein, es gibt
das Buch für 2013 aus der dritten Auflage beruht. Das ist auf demselben Verlag, das ist auch nicht geändert. Oh, da hatte ich ja Glück gehabt. Also. Das ist die vierte Auflage von dem Autor in Englisch. Ah, dann. Also ich habe mir meins voriges Jahr zu meinem Geburtstag gekauft. Das war so vor gut einem Jahr gewesen, beim großen Lieferanten, wo man normalerweise Bücher kauft. Okay, ja, schade. Also dieses Buch scheint gerade nicht, scheint sehr vergriffen zu sein. Kann man mal sehen, wie aktuell und wie begehrt Lua ist. Ja, aber auch die Manuals auf lua.org, die sind relativ gut. Und hat auch teilweise der Roberto mitgeschrieben dort, dieses Manual auf lua.org. Und also da kann man, und oder man findet auch bei Stack Overflow, also dann, wenn man spezielle Fragen hat, in Google irgendwas eingibt oder in der Suchmaschine seines Vertrauens, und dann findet man genug Antworten für solche Geschichten. Okay, ja, schade. Aber gestern kam auch lustigerweise die Frage, 2006, ist das überhaupt noch aktuell? Ja, okay. Ja. Schade. Naja, gut, aber irgendwann wird es ja, glaube ich, das mal wieder gehen. Gut, noch eine Frage. Erstmal bis dahin. Dann steigen wir jetzt mal in die harten Geschichten rein. Not-MCU, wie tickt das Zeug überhaupt? Wenn man das Modul, also dieses ESP-Modul, resettet, dann wird nach einer Init.lua im Filesystem gesucht. Und wenn die vorhanden ist, dann wird die abgearbeitet. Und wenn sie nicht vorhanden ist, dann landet man in dieser Lua-Shell auf dem Interpreter, die auf derselben Schnittstelle zu sehen ist und auch anzusteuern ist. Typischerweise schreibt man in dieser Init.lua, ein Beispiel kommt dann gleich, die Initialisierung vom Netzwerk und vielleicht noch andere Hardware-Initialisierungen rein. Und dann startet man das eigentliche Skript, was man eigentlich ausführen will, also die Anwendung. Kann jeder selber machen, man kann auch alles in die Init.lua reinhauen. Es gibt ein paar Fallstricke, die werde ich dann auf der nächsten Seite dann auch gleich vielleicht nochmal dann anmerken. Man kann auch alles in die Init.lua reinschreiben, Initialisierung der Hardware und die Anwendung und hast du nicht gesehen. Hat Vor- und Nachteile, machen wir gleich. Was viel wichtiger ist, um Not-MCU zu verstehen, ist das und das. Ereignisgesteuert und asynchron. Kann jemand da etwas nicht damit anfangen? Das ist nämlich essentiell bei der ganzen Geschichte. Da werde ich dann auch an den einzelnen Beispielen erklären, warum oder was damit gemeint ist und warum das so ist. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich werde es jetzt auch mehrmals dann noch sagen bei den Beispielen, ereignisgesteuert und asynchron. Das heißt also, nicht wie bei einem normalen Programm, es wird einfach abgearbeitet, blub, 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 Zeile, Codezeile, Codezeile, Funktion, bla und so weiter. Und das Ergebnis ist immer sofort da. Nee, ist nicht so. Also man muss erstmal Methoden deklarieren, was denn passieren soll, wenn das und das Ereignis eintrifft, was man später initialisiert. Und Diese Events kommen dann auch nicht sofort irgendwann, sondern man kann sich ja vorstellen, wenn man eine DNS-Abfrage macht oder einen NTP-Server ansteuert und die Uhrzeit runterholt, die kommen dann irgendwann, asynchron. Und das sollte man sich immer verinnerlichen, wenn man ein Lua-Skript oder so ein Not-MCU-Skript schreibt. Ja? Ereignisgesteuert, asynchron. Da muss man eben halt auch gewisse Mechanismen einhalten, damit man sich dann nicht wundert, warum jetzt plötzlich das noch nicht passiert ist und das und das und das. Mag am Anfang sehr kompliziert sein, aber letztendlich oder ungewöhnlich sein, aber letztendlich, wenn man es einmal verstanden hat, ist es kein Problem. Ja. Aber wir kommen dann gleich auf die Geschichten. Fragen bis hierher? Gut, dann fangen wir einfach mal mit so einer Init.lua an. Das ist so die typische. Oder so ähnlich sieht meine typische Init.lua aus, die ich normalerweise benutze. Die sieht nicht ganz so aus. Die ist ein bisschen komprimiert, damit sie auf eine Folie passt. ganz oben in der ersten Zeile wird die SSID, das Passwort und so weiter gesetzt. Ja, die Netzwerkmaske, das geht wie noch. Und dann geht es im Prinzip schon los. Es gibt eine Ausgabe. Jetzt versuchen wir uns mal mit dem WLAN zu verbinden. Setzen den Chip in den Station-Modus. Es soll diesmal jetzt eine Station sein. Und ja, konfigurieren SSID, Passwort.
setzen in dem Fall jetzt wirklich auch noch die IP-Adresse, die Netzwerkmaske und das Gateway. Muss aber nicht unbedingt sein. DHCP geht auch. Und sagen dann einfach Connect. So, jetzt kommt das erste Mal, ereignisgesteuert und asynchron. Ja, so ein Access Point braucht vielleicht auch mal ein bisschen länger, eine IP-Adresse aus seinem DHCP-Server rauszupurzeln zu lassen oder sein Zeug da einzutragen und so. Also, wenn ich diesen Befehl ausführe, ist das Ding ja noch gar nicht im WLAN, sondern man muss warten, bis ein gewisses Ereignis eintritt. Das ist jetzt ein bisschen atypisch. Für dieses Connect gibt es keine Methode, sondern man muss sich da ein bisschen behelfen. Und ich benutze dann immer so einen Sekundentimer, der so lange feuert, bis dann genau das passiert, dass das Ding wirklich eine IP-Adresse hat. Und das haben dann meine Experimente dann mal irgendwann ergeben. Eine IP-Adresse bedeutet auch noch nicht, dass er im WLAN ist. Man sollte vielleicht auch noch den Station-Modus abfragen auf 5 und dann ist er wirklich im WLAN und kann auch mitmachen. So, und dann, wenn das passiert ist, wird der Timer gestoppt und dann wird die eigentliche Applikation erst gestartet. So ist das bei mir in der Regel. Du überlegst. Nein. Achso, gibt es eine Frage, WPA Enterprise war die Frage zu benutzen. Die Antwort ist erstmal ganz klar, nein. Ich habe jetzt aus dem Auditorium gerade gehört, vielleicht demnächst oder ist in der Entwicklung. Ja. Okay, um jetzt die Antwort abzukürzen, also es gibt da was, einfach mal ein bisschen belesen, RTOS ist da drunter und da sind die Entwickler gerade dran, was zu machen. Warum frage ich das bloß alle Sekunde ab? Ich hätte jetzt natürlich auch eine Weilschleife rumbauen können und so lange mal rumloopen, bis er dann wirklich dieses Ereignis hier hat. Kann sich das jemand vorstellen? Ja, genau. Also meine erste Version meiner Init.lua war mit einer Weilschleife und habe mich dann immer gewundert, wenn dann irgendein Fehler da war oder er nicht ins Netz kam, ja, dann ist das Ding zu. Der idelt nicht, sondern ist busy und man kommt dann nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle ran. Man muss dann wirklich Firmware neu flashen. Also man sollte sich irgendwie sowas einfallen lassen in so einer kritischen Situation. Die ist zum Beispiel so eine kritische Situation, dass man auch an das Ding nochmal rankommt. Also wenn jetzt er zum Beispiel jetzt keinen Connect hat, habe ich jetzt immer eine Sekunde Zeit, init.lua zu löschen auf dem Chip. Ja. In der Entwicklungsphase von seiner Anwendung sollte man vielleicht auch gar nicht so mit der init.lua rummachen, sondern sich vielleicht nur IP-init schreiben und dann das WLAN vielleicht nur von Hand mit Do-File, so wie hier auf der Kommandozeile aktivieren und damit man erst gar nicht in so eine Schwierigkeiten kommt, wenn man da seinen Chip auf Busy bringt und dann war es das. Sonst noch eine Frage zu der Geschichte eigentlich, denke ich, ist, ja? Meshing. Die Frage war, ob das Ding auch Meshing kann. Kann er nicht. Ja, ist ja zu einfach die Antwort gewesen. Natürlich könnte man, wenn man sich da irgendwas so selber zusammenprogrammiert. Ja, also natürlich, sagen wir mal so, von Haus aus nein, aber es ist ja in der Kunst und im Wissen des Programmierers, vielleicht kann man ja da irgendwas zusammenpassen. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, lese ab und zu mal voran und da kommt dann nochmal zum Beispiel auch so die Frage, Meshing, wie sieht es denn aus? Ja, da könntest du das und das machen und irgendwas schreiben und dann ist gut. Von Haus aus erstmal nicht. Okay. So, jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel, was ich eingangs drin hatte, weil das ist dann so, glaube ich, das Erste, was man dann versucht auf dem Ding, wenn man das Ding jetzt erstmal ins WLAN gebracht hat, den da anpingen kann und sich freut, dass da alles funktioniert und er in dem Netz mitfunken kann, dann
erste Anwendung Hello World. Ja gut, kann man auch in der Kommandozeile hinschreiben, Print Hello World, aber das ist irgendwie langweilig. Ist ja ein WLAN-Chip, also versucht man irgendwas übers WLAN zu machen und einfachste Anwendung, mal einen kleinen Webserver zu schreiben in 16 Zeilen. Ich weiß jetzt nicht, ob 16 Zeilen sind, aber ist auch egal. Init.lua ist abgelaufen, jetzt wurde dann do-File das Skript hier gemacht und dann stecken wir jetzt hier drin. So, man fängt hier an zu lesen. Na okay, fangen wir hier an zu lesen. In der Mitte. Es wird ein Timer initialisiert, der alle Sekunde diese Funktion hier aufruft. Diese Funktion macht jetzt nichts weiter um einen angeschlossenen DRT-11 oder DRT-22-Chip abzufragen, also Temperatur, Luftfeuchtigkeit, und schreibt das auf irgendwelche Variablen. Temp und Humi. Und jo, macht da jede Sekunde. Und die zweite Geschichte, die passiert, ist, es wird ein Server, ein HTTP-Server. Ja, HTTP-Server jetzt ist ein bisschen geschwollen ausgedrückt. Also es wird ein Server kreiert, der auf das Port 80 hört. Ja. Und wenn über dieses Port 80 was reinkommt, asynchron, ja, deswegen asynchron und ereignisgesteuert, also wenn er was empfängt über das Port 80, dann führe das da aus. Ja. So, und dann ist das Programm zu Ende. Da macht er nichts weiter. Dann kriegt man wieder sein Programm, seinen Shell-Prompt auf der seriellen Schnittstelle, wenn man damit dranhängt. Jede Sekunde feuert dieser Timer-Interrupt, sage ich mal, und wartet, dass was passiert. So, und wenn man jetzt natürlich mit einem Browser von einem anderen Gerät das Port 80 aufruft, dann wird diese Funktion hier angesprungen, die Werte im Prinzip aufbereitet, ein bisschen gesendet und dann wieder geschlossen die Connection. So, und das ist ein ganz einfacher Webserver. Ist natürlich jetzt, da wird dann kein HTTP und dann Title und Beginn und Body, das wird natürlich alles nicht ausgegeben. Könnte man natürlich hier alles reinprogrammieren, wenn man möchte, und GET auswerten, was man da so braucht. Aber so ungefähr tickt das Ding. Wichtig ist zu verstehen, diese Methode wird nicht sofort aufgerufen, sondern erst, wenn wirklich was empfangen wird über das Port 80, also asynchron. Ereignis gesteuert, das Ereignis ist, es kommt was über Port 80 rein, und dann feuert diese Methode. Ja, genau. Bitte? Wie ist die Dokumentation zu den Funktionsbibliotheken? Gut, deswegen habe ich diesen Link auch für dieses Manual von NodeMCU. Die Frage war, wie ist die Dokumentation von NodeMCU? Danke. Also die ist sehr gut. Also es lohnt sich wirklich, die zu lesen. Und deswegen habe ich es auch für wert befunden, die in die Folien mit reinzubringen. Man kriegt auch neue Anregungen in diesen Dokus. Also ja, also da ist es sehr gut beschrieben, wie ein Create-Server funktioniert und welche Methoden es dazu gibt und wie man das konfiguriert. Und einfach mal wirklich nachlesen. Okay, machen wir mal weiter. Web-Server, okay. Also wir warten, bis was passiert. Nächste Aufgabe ist immer, ja, wie spät ist es? Ne? Gibt es ja im Internet so diese NTP-Server. Und es gibt ein Modul für NodeMCU, dieses SNTP-Modul, mit dem man genau diese Abfragen machen kann, also in diesem SNTP-Protokoll. Und hier mal ein Beispiel dafür, ganz kurz. Losgehen tut's hier. Also jeder Programmierer fängt immer in der Mitte des Quelltextes an zu lesen. Er ruft im Prinzip zuerst diese Prozedur auf, die da oben ist. Ganz kurz, es wird eine DNS-Abfrage gemacht zu depool.ntp.org. Man kann natürlich auch die direkte Adresse eines NTP-Servers dort angeben. Ja, und wenn dann die IP-Adresse zurückkommt, dann wird diese Prozedur hier aufgerufen. Also ist kein Magic. Einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen, will jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber es ist relativ einfach. Man kann natürlich SNMP auch von Hand programmieren. Dieses Modul ist noch gar nicht so alt in dieser NodeMCU-Firmware. Es gibt ganz, ganz viele Implementierungen, die auch das Protokoll von Hand implementiert haben. So, und dann
Zeit haben wir jetzt, dann wird ein Timer nochmal gestartet, alle Stunde macht das dann neu, weil ich habe die Erfahrung gemacht, die RTC auf dem Ding ist nicht so besonders toll. Also ich habe da immer so Geschichten gesehen pro Stunde 1 bis 2 Sekunden. Deswegen habe ich mir dann angewöhnt, so jede Stunde mal die Uhrzeit zu holen, wenn bei Applikationen, wo ich das brauche. Ja, und alle Sekunde, das ist jetzt ein zweiter Timer, der gestartet wird, also Timer 0, Timer 1, das ist der Intervall, das sind in 100 Millisekunden, nee, Tausendstel, ja, egal, Tausendstel sind das. 1 bedeutet zyklisch und dann im Prinzip die Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn das Ereignis erreicht wird. Ja? Ja, 8 Stück gibt es. Also man sollte sich schon irgendwo, wenn man mehrere Timer benutzt in einer Applikation und vielleicht auch über mehrere Files eine Applikation haben, sie vielleicht dann doch irgendwann mal eine Tabelle machen, welcher Timer macht was. Also das war auch mal so ein Fallstrick für mich. Oh Gott, mal kopiert da oben, dann noch ein Timer. Ja, und da habe ich mich gewundert, warum das eine jetzt nicht mehr funktioniert. Ah, okay, ja, Timer einfach nochmal überschrieben oder so. Ja, also ja, 8 Timer gibt es. Und nächste Frage. Ja. Um mit dem WLAN zu verbinden, wird er dann wieder angekommen? Ja, also die Frage war, ich hatte in meiner Init auch einen Timer drin. Das war der Timer 0. So, und es gibt natürlich für diese Timer auch verschiedene Methoden. Und hier wird dann, wenn alles gut war, der Timer 0 gestoppt und damit ist er im Prinzip erstmal wieder frei, beziehungsweise er feuert nicht mehr. Ja. Und wenn ich den Timer jetzt neu konfiguriere mit irgendwas anderem, dann wird das andere gemacht. War das die Frage ungefähr? Ja, das heißt, wenn ich den stoppe, kann ich wieder 8 zusätzlich. Ja, habe ich einen wieder frei. Okay. Aber es kommt nachher auch vielleicht noch ein Beispiel. Es hat dann manchmal auch Sinn, dass man den stoppt und dann auch mal wieder aktiviert. Also konfiguriert, stoppt und wieder aktiviert. So, okay. Uhrzeit. Gut, das ist jetzt so eine Geschichte, die ist nicht so ähnlich wie der Webserver. Das ist jetzt mal die andere Geschichte andersrum, glaube ich. Wenn das Ding Server spielen soll und irgendein Client irgendwas abfragen soll. Also die Geschichte geht auch. Ja, mal selber gucken. Da unten geht's los. Alle 60 Sekunden. Soll irgendwas geholt werden, es wird dann im Prinzip diese Funktion Server, Request Server aufgerufen und die macht jetzt eine Connection zu dem Server und zu dem Port, der da oben ist und macht diese Connection auf. Wenn diese Connection da ist, dann ruft er eine Prozedur auf, beziehungsweise macht die Connection auf, sendet was hin. Wo steht's? Da und dann macht er irgendwas. Also so kann man dann im Prinzip auch so eigene, also ich benutze das zum Beispiel, ich habe so eine Module, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit erzeugen, also messen und dann habe ich da so einen Server, der alle 5 Minuten mal diese einzelnen Clients abfragt und die sind ungefähr so aufgebaut. Deswegen steht hier zum Beispiel auch GetWeatherCurrent. Auch wieder ereignisgesteuert und asynchron. Ne? Also deswegen immer erst die Methoden definieren und dann erst die Geschichte machen, also den Connect. Ja. Fragen? Gut. Nächste Steigerungsstufe, MQTT. Wem ist es kein Begriff? MQTT, schade. Ich wollte jetzt darum kommen, das auszusprechen, was MQTT heißt. Das ist Message Queued Telemetric Transport, irgend sowas. Man muss sich vorstellen, das ist so ein, ich weiß jetzt gar nicht, ob es dafür schon einen Standard gibt, das ist so eine Verfahrensweise oder so ein Protokoll, mit dem man lose Message austauschen kann. Also das ist so eigentlich schon das Protokoll für Internet of Things. Irgendjemand sendet was an einen Broker, der Broker sammelt das Zeug und irgendwelche anderen Clients können das abonnieren und können sich die Informationen wieder runterholen von diesem Broker. Also ich vergleiche das immer wie mit einer Mailingliste.
an der man sich anmeldet, was hinschickt und alle anderen bekommen was oder Usenet oder irgend sowas. Ja, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Einer schickt was hin oder mehrere schicken was hin auf unterschiedlichen Kanälen, auf den sogenannten Topics. Und die kann man abonnieren und dann bekommt man die Nachrichten für diese Topics. So, und das ist zum Beispiel, da gibt es eben halt auch ein MQTT-Modul für NodeMCU und das sieht dann ungefähr so aus, wie man das machen muss. Also man definiert da oben den Client, man muss eine ID, dem Client eine eindeutige ID geben. Ich benutze meistens immer die Ship-Adresse von dem Ding oder die Ship-ID und man gibt ein Keep-Alive an. Keep-Alive ist wichtig, wer MQTT kennt, da gibt es auch so ein Last Testament, was man definieren kann. Wenn der Broker innerhalb dieser Keep-Alive-Zeit von ihm hier kein Connect mehr hat oder nichts mehr weiß, nichts mehr, also die Connection weg ist, dann kann der Broker nochmal eine Aktion ausführen. Also zum Beispiel vielleicht einem anderen Client oder über einen anderen Kanal eine Nachricht schicken oder eine SMS schicken oder was auch immer. Deswegen ist dieses Keep-Alive interessant. Ich habe jetzt leider nicht die Methode für dieses Senden des Last Testament hier drin, aber diese Geschichte ist auch implementiert. So, und dann definiert man die Methoden. Was ist, wenn ich connected bin mit dem Broker? Was ist, wenn der Broker offline ist? Der Broker kann ja auch offline gehen. Oder was ist, wenn ich eine Message empfange über den Topic, den ich hier gerade definiert habe? Wenn ich eine Message bekomme, so. So, und dann macht man den Connect zu diesem Broker. Das ist in der Geschichte. Und wenn dieser Connect erfolgreich war, dann schicken wir doch gleich mal eine Message über diesen Topic hier. Der heißt jetzt sinnvollerweise auch Topic. Senden wir Hallo. Das eine Flag ist retained oder nicht retained. Also, nee, erkläre ich jetzt nicht. Guckt mal nach MQTT, was retained und not retained heißt. Und Quality of Service. Also es gibt da drei Quality of Service bei MQTT. 0 ist der niedrigste Service. Und einfach mal nachgucken. Gut, und dann wird nochmal dieser Kanal, der gleiche Kanal, nochmal abonniert. So, und dann würde im Prinzip das Ding auch wieder rumeideln. Er hätte jetzt zwar nur einmal was geschickt, aber wenn jetzt noch irgendjemand anders über diesen Topic, der so heißt, was sendet, dann würde das einfach mit, ja, hier geben wir jetzt gerade nichts aus, wir haben nur gesagt, doch, natürlich, hier. Hier würde dann ausgegeben, was über diesen Topic kommt. Das ist ja eine Methode. Ich empfange eine Message, dann machen wir das hier. Ja, aber auch wieder asynchron Ereignis gesteuert. Also dieses Wort wiederhole ich immer wieder. Oder diese beiden Worte. Frage? Ja, noch eine Anmerkung dazu. Der MQTT ist, ja, Faktor-Standard ist zwar mittlerweile, aber da kann ich das mal sagen, wenn ich das beschäftigen will, sollte ich das beraten, mal mit dem Thema. Weil auch jeder Broker, den man so wie die, also miteinander, und das kann schon schlaflosen Nächte. Ja. Also die Anmerkung war gewesen, MQTT ist nicht so einfach, wie es diese Folie hier suggeriert. Das ist richtig. Ich habe auch vor, für das nächste Jahr, ich tingle ja so bei mehreren Linux-Kongressen ab und zu mal rum, mal einen Vortrag darüber zu machen, über MQTT. Also Stichwort unter Linux zum Beispiel Mosquito, das ist ein relativ guter Broker und da gibt es auch eine gute C-Library. Und das ist ein Thema für sich und es ist auf jeden Fall auch ein Vortrag wert. Ja. Weil der große Vorteil ist von MQTT, da muss ich keinen Kopf machen. Was habe ich da für Clients? Muss ich, also in dem Beispiel davor, da muss ich natürlich wissen, wer ist denn da demjenigen, den ich da was schicke? Und das ist dann mehr so eine Peer-to-Peer-Verbindung. Und hier, ja, ich schicke das dem Broker und der Broker kümmert sich darum. Und wenn irgendjemand den Blödsinn haben will, den da irgendjemand publiziert hat, dann melde ich mich beim Broker an, abonniere den Topic und dann kriegt er das. Und man muss sich überhaupt keinen Kopf darüber machen. Und ganz tolle Sache, wirklich, also wer sich mit Hausautomation oder mit IoT, also Internet of Things beschäftigt, einfach mal MQTT, ganz coole Geschichte. Gibt auch sehr gute Manuals und Tutorials und Stichwort Mosquito unter Linux, das ist so ein MQTT-Broker. Und ich werde vielleicht nächstes Jahr mal einen Vortrag darüber machen. Okay, IO-Ports, ich habe ja gesagt, ist ja auch Mikrocontroller, heißt also, ich will jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir sind schon ganz schön fortgeschritten mit der Zeit und ihr wollt vielleicht doch essen gehen. Schauen wir mal, ob ich euch lasse. Also IO-Parts kann man natürlich auch ansprechen. Hier unten geht's los. Ich sage,
welches PIN ich da gerade haben will, packt das auf eine Variable. Also das ist Lua-Syntax. Wer gestern, man kann mehrere Variable mit einer Zeile bestücken. Also die 6 landet auf der Variable PIN und die 30 landet auf der Variable Debounce Delay. Und ich konfiguriere im Prinzip dann diesen 6. PIN, sage, er soll einen Interrupt auslösen, wenn da was passiert, und ich ziehe noch den Pull-Up hoch. Und wenn im Prinzip eine fallende Flanke ist an diesem PIN, also von High auf Low oder auf Low, dann soll er diese Funktion hier aufrufen, Switchdown, die da oben definiert ist. Und ja, und jetzt ist ein bisschen Timer rumgespiele, weil so ein Taster, den muss man auch entprellen. Weiß jemand nichts mit diesem Begriff anzufangen? Taster entprellen. Taster sind mechanisch und die wackeln dann so. Also da kommt nicht nur eine fallende Flanke, sondern mehrere fallende Flanken wegen der Mechanik. Und das muss man entprellen. Und deswegen gibt es auch dieses Debounce Delay. Er soll dann, wenn die erste Flanke kommt von 1 auf 0, dann soll er erstmal nochmal 30 Sekunden warten und dann gucken. Na? Und das passiert genau hier oben jetzt mit diesem Timer, der da gestartet wird. Dann wird das umkonfiguriert auf die andere Funktion hier. Könnte ja auch sein, wenn man Taster wieder loslässt, dass man noch was anderes ausführen möchte. Hier in dem Fall ist es nicht so. Und ja, also so ungefähr würde so ein Beispiel aussehen, um einen Taster abzufragen. OLEDs zum Beispiel sind auch ganz beliebt bei mir, die ich dann da so ranknalle. OLED ist, glaube ich, so ein Begriff, mit dem kann jeder was anfangen. Das sind diese kleinen, ja, die gibt es auch groß, also die Displays, die man auch im Dunkeln erkennt. Nur so als Beispiel, zeigt zwei Dinge. Also einmal, dass man OLEDs ansteuern kann. Gibt es auch ein Modul für Node-MCU, das nennt sich U8G, für verschiedene OLED-Controller. Hier in dem Fall jetzt ein SSD 13006. Was es noch zeigen soll, das Ding kann auch Two-Wire. Ja? Also hier in der Zeile wird die Two-Wire-Schnittstelle initialisiert und indirekt wird jetzt im Prinzip auf die Two-Wire-Adresse 03C adressiert. Also da hängt das OLED am Two-Wire-Strang-Bus. Ja, und dann alles uninteressant oder alles sehr gut lesbar, Font einstellen, gut, diese Schleife setzt diese Bibliothek raus, also der schmeißt nicht gleich alles raus über den Two-Wire-Bus und deswegen muss es so ein Repeat-Until geben, bis dieses Ereignis hier eintrifft. So, und dann werden diese Informationen, die jetzt wahlweise mal von mir gewählt wurden, ausgegeben und dann kann man eben halt auch ein schickes Display. Wie das dann aussehen könnte, zeige ich auf einer der letzten Folien. Falls sich jemand wundert, was das so für Werte sind, okay, Notinfo liefert zum Beispiel die Major-Version, die Minor-Version und die Dev-Version und die Chip-ID zurück. Die Dinger werden hier angezeigt von der Firmware, beziehungsweise die Chip-ID ist die Hardware-ID. Und zum Beispiel hier, man kann auch den Grund abfragen, warum das Ding gebootet wurde oder gestartet wurde. Ist ja ein Unterschied, ob ich einen Reset-Taster drücke oder ob ich einen Strom ein- und ausschalte. Habe ich für irgendeine Anwendung mal testweise gebraucht. Dann die Größe des Heaps. Über den Heap reden wir gleich noch. Und zum Beispiel die IP-Adresse. Das wird jetzt hier ausgegeben. Soll aber nur zeigen, dass das eigentlich auch ein tauglicher Mikrocontroller ist. So, hat jetzt jemand schon mal dieses ESP8266-Netz gefunden? Dann könnte man jetzt das Passwort ESP, ESP, ESP benutzen. 4 Leute können sich nur gleichzeitig anmelden. Und wenn man soweit ist, dann könnte man die Adresse 10.1.2.1 aufrufen und dann würde man was angezeigt bekommen. Jetzt gucken wir mal, ob sich schon jemand eingeloggt hat. Einer. 2. Nee, einer. Hast du eine Frage? Die Frage ist jetzt, weil ich gerade gesagt habe, es können sich nur 4 Leute anmelden. Es ist der Default-Wert. In der Node-MCU, im Manual steht drin,
Das ist der Default-Wert, der auch hart verdrahtet ist, glaube ich, in der Firmware. Aber es soll angeblich ein Define gehen, wo man bis 32 gehen kann. Andere Leute in irgendwelchen anderen Foren haben wieder geschrieben, ja, da kannst du auch reinschreiben, was du willst, es gehen trotzdem nur 4. Also ausprobieren. okay, also ja. So, jetzt haben wir schon 2 Leute, einer ist wieder weg. Also wenn man den Browser jetzt aufmacht, müsste man die Liste der 4 Leute sind jetzt da, die Liste der angemeldeten Leute, also die MAC-Adresse und die IP-Adresse und dann glaube ich die Hiebgröße von dem Chip und Temperatur und Luftfeuchtigkeit, relativ hohe Luftfeuchtigkeit hier, okay. So, jetzt aber, wie funktioniert das? Ich hatte ja gesagt, also die ganzen anderen Beispiele waren ja im Station-Modus. Jetzt gehen wir einfach mal in den AP-Modus. Ja. Und für den Webbrowser, für den Webserver, das Beispiel ist jetzt hier nicht mit auf der Folie, aber wenn ihr jetzt mit dem Webbrowser raufgeht, ist ja im Prinzip auch wieder der Webserver dahinter. Der sieht so ähnlich aus wie ganz oben die erste Folie. In meinem Beispiel ist er im Soft-AP und im Station-Modus. Also hier steht dann irgendwo, also der kann beide Modi jetzt gerade. Aber jetzt nur Soft-AP zeigt auch ein paar lustige Dinge oder ein paar sehr interessante Dinge. Ja, es wird konfiguriert für diese SSID, also dieses Netz macht er auf. Das ist das Passwort und Authentifizierung. Oben gibt noch mehrere Ausprägungen. Er kriegt die IP-Adresse 10.1.2.1.1, die da steht, mit der Netzwerkmaske, mit dem Gateway. So, und jetzt kommt noch eine ganz interessante Geschichte. DHCP-Server kann er auch gleich noch spielen. Ja, vergebe DHCP-Adresse ab dieser Adresse zum Beispiel und starte das Ding. Also diese Firmware kann auch DHCP, wenn er im AP-Modus ist. Ja, und dann, das ist jetzt die Prozedur, so ähnlich, wie sie jetzt auch gerade in diesem Terminal war. Gib mal alles aus, wer sich da so angemeldet hat. Also mit ein paar Zeilen kriegt man hier auch einen Access Point hin und auch einen Access Point, also auch einen kleinen Server, sage ich mal, oder so, ja, Access Point. Jetzt kommt vielleicht die Frage Bridge. Bridging kann er von Haus aus nicht, aber da sage ich jetzt auch wieder, es liegt in der Kunst und in der Erfahrung und in dem Wissen des Programmierers, ob er da vielleicht ein Bridge softwaremäßig hinbekommt. Die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, mit welchem Durchsatz. Ja? Aber denkbar ist es, weil das Ding ist gleichzeitig in den AP und in den Station-Modus schaltbar. Und er kann sich in 2 Netzen anmelden im Prinzip. Also macht ein eigenes auf und kann sich im Station-Modus und im anderen Netz noch anmelden. Das habe ich mal ausprobiert. Aber okay. Fragen? Nicht. Als Scanner kann das Ding natürlich auch arbeiten. Könnte ich jetzt auch, aber Zeit ist jetzt schon fortgeschritten. Lassen wir es einfach. Das ist jetzt zum Beispiel für so einen WLAN-Scanner oder einen Wi-Fi-Scanner. Man muss das Ding wieder in den Station-Modus bringen. Und dann kann man sich mit dem Befehl get up eine Liste der WLAN-Clients holen. Und hier werden sie dann aufbereitet, ausgegeben. Ich könnte das Beispiel jetzt vorführen, lasse ich mal jetzt einfach weg. Dann würde man jetzt einfach die WLANs sehen, die hier irgendwo aktiv sind, auch mit Feldstärke und Mode und so weiter. Und auch der Kanal, den kann man auch ausgeben. Ja, bitte die Frage. Nein, hat er nicht. Also Monitoring-Modus hat er nicht. Okay. Gut, das sind jetzt genug Beispiele mal gelassen, lassen wir mal weg. Hinter den Folien gibt es noch 2 oder 3 Beispiele, die habe ich einfach nochmal mit drangehangen. Die packe ich immer so wahlweise rein, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Das ist nochmal die Seite, wo ich gesagt habe, da kann man sich die Firmware generieren lassen. Und so sieht die dann aus, wenn man sich die Module auswählen möchte. Die jetzt gerade angehäkelt sind, die sollte man vielleicht immer reinkompilieren, also man will ein Netzwerk haben, man will seinen Chip irgendwie ansteuern können, man möchte auch mal einen Timer haben und man möchte Wi-Fi können. Alle anderen, wahlweise rein. Also wie schon gesagt, hier ist zum Beispiel dieses für OLED, dann Pio ist auch angehäkelt. Man kommt mit File, kommt man auch auf das File-System des Flashs,
Also man kann auch Applikationen schreiben, die Dateien auf dem Flash lesen können und schreiben können. Ja, und was es noch so gibt, also RTC, SNMP, Verschlüsselung ist auch irgendwo hier, weiß gar nicht, Krypt irgendwo da. Und alles Mögliche, DAT, also dieser Chip, Luftfeuchtigkeit und Temperatur und was es alles gibt, One-Wire, Two-Wire, also hier One-Wire, Two-Wire, HTTP gibt es auch, habe ich mir noch nie angeguckt, vielleicht ist das ein bisschen besser, als das vom Fuß zu programmieren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie auch immer, also da ganz viele Möglichkeiten und man klickt sich das im Prinzip zusammen. Wenn man das hier noch anwählt, dann kann man sich auch noch die Fonts raussuchen, die man mit in dem Binary der Firmware drin haben möchte, drückt dann hier irgendwo unten auf den Button und dann kommen die zwei Mails, wie ich vorhin gesagt habe, und hat dann die Firmware. Ja? Machen wir erstmal da hinten. Wie bitte? Hattest du eine gesehen? Frage war jetzt SNMP. Nee, SNMP sehe ich jetzt nicht, aber es hindert dich, das ja nicht selber zu programmieren. Okay, andere Frage? Geht die Two-Wire-Schnittstelle auch bei diesem einfachen ESP1-Modul? Ja. Ja, also die Frage war, Two-Wire-Schnittstelle bei diesem einfachen Modul habe ich jetzt gerade nicht bei, weil ich mein DAT an diesen Dingens dran habe. Ja, ja. Aber ich benutze auch dieses ESP1-Modul auch zum Beispiel einfach als Uhr, als Netzwerkuhr. Dann hole ich mir die Zeit per NTDP und dann habe ich mir noch was Lustiges einfallen lassen, dass ich eine Analoguhr da darstelle auf dem Display und so eine Geschichte sieht man vielleicht nachher in den Bildern, wenn ich das dabei habe. Geht natürlich, ja. Also ich brauche ja nur zwei Ports und es ist wahlweise. Also man kann sie auswählen. In dem Beispiel, glaube ich, von dem OLED, das ist ja Two-Wire, da habe ich, glaube ich, SLC und SDK, was ist das zweite? SLC und das, also die beiden Ports frei bestimmt. Und dann, also wahlweise. Und deswegen geht es auch auf dem 1er, weil du ja schon zwei hast. Ja, ja, klar, das ist ein Software. Was nicht geht, also er geht nur in eine Richtung, Master Mode. Er kann nicht als Client Two-Wire sein. Das ist für mich schmerzlich, weil ich hatte schon eine Anwendung, wo ich das Ding als Client haben möchte. Gibt es leider noch nicht, müsste ich selber programmieren. Das habe ich aber noch nie gemacht, aber okay, gut. Also nur im Master Mode. Gut, die Frage nach dem Heap. Hatte ich gestern auch immer irgendwie anklingen lassen, so dieses Speicherbereinigen beim Lua, gibt es natürlich hier auch, ist ja Lua. Und es gibt eine Funktion, node.heap, mit der man sich die Größe des freien Speichers ausgeben kann. Und der ist natürlich limitiert, also des dynamischen Speichers, also nicht des Flash-Speichers, meine ich, sondern der Speicher, wo Variablen abgelegt werden oder die für den Programmlauf gebraucht werden, dynamisch. Und der ist limitiert, logischerweise. Das waren diese berühmten 150 Kilobyte und da geht schon ganz viel weg für den Interpreter. Wenn man im Prinzip diese Firmware drauf hat, noch nichts weiter gestartet hat, dann hat man ungefähr 45 Kilobyte dynamischen Speicher, also Heap in dem Fall, zur Verfügung. Und schon wenig. Also es hört sich viel an, aber kann auch wenig sein. Und man wundert sich dann immer plötzlich, warum bootet das Ding durch oder bleibt stehen oder was auch immer. Und da muss man immer überlegen, mache ich jetzt habe ich gerade große Tabellen definiert oder Code-Stücke definiert oder was auch immer und startet die gerade. Deswegen sei nur mal jetzt diese Funktion ans Herz gelegt. Node-Heap, also es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Speicher alle, kann man mit Node-Heap nachgucken, oder die Stromversorgung funktioniert nicht, also zu schwach oder wie auch immer. Und darüber sollte man sich immer einen Kopf machen. Und wie man damit umgeht, ist vielleicht mal so in den drei Anstrichen mal so ein bisschen verdeutlicht. Man sollte wirklich ernst nehmen, lokale Variablen und Funktionen. Was das ist und wie man damit umgeht, hatte ich gestern ein bisschen erzählt. Steht auch in jeder guten Lua, in jedem guten Lua-Manual drin.
Eine andere Geschichte, die kam, da kam ich dann erst drauf, nachdem ich dann nächtelang mal in einer Anwendung rumgefummelt habe und irgendwie Speicher sparen wollte, hey, pack das doch alles in Lua-Module und wenn du diese Lua-Module nicht brauchst, dann schmeiße wieder raus und lad dafür ein anderes. Ein Beispiel davon, dafür kommt gleich. Was ich die ganze Zeit noch nicht erzählt habe, Lua, aber gestern hatte ich es erzählt, Lua ist eigentlich gar keine reine Interpretersprache, sondern es wird ein Bytecode zwischendurch erzeugt. Also wenn man ein Lua-Skript startet, wird erstmal ein Bytecode-Generator gestartet und dann wird eigentlich nur noch der Bytecode ausgeführt. Und es ist natürlich sehr, sehr hilfreich beim Bytecode, der ist kürzer als das Skript logischerweise. Das Skript muss ja auch in den Speicher erstmal geladen werden, damit es interpretiert wird. Bytecode ist kürzer und bis auf die init.lua kann man auch alles als Bytecode ablegen auf dem Ding und starten. Ja? Wie man diesen Bytecode generiert, das macht man auch mit der Firmware. Einfach im Manual nachlesen. So, und wenn alles nicht hilft, ich hatte dann auch den Fall, dass es dann nicht mehr geholfen hat, ja, dann macht man so eine Abfrage hier und sagt, wenn der Heap kleiner 10.000 Byte ist, das ist so die Grenze, die ich für eine meiner Applikationen gefunden habe, ja, dann startet das Ding halt mal durch und dann ist gut. Ja. Da war ich dann zu faul, weiter zu suchen. Gut, hier mal zwei so eine Dinge, die ich gemacht habe. Das eine ist so ein, ja, der unterhält sich dann mit MQTT, mit irgendeinem Broker, ist so ein Luftfeuchtigkeitstemperaturchip, also so ein DAT22. Hier sieht man das ESP1-Modul, Stromversorgung sieht man so ein bisschen dahinter. Und der USB-Stecker ist wirklich nur dazu da, um das Ding mit Strom zu versorgen. Also da ist dann bloß so ein Ladegerät von einem Handy dahinter. So, und der funkt alle, weiß ich jetzt gar nicht, alle 5 Minuten oder alle Minute, seine Temperaturwerte zu einem Broker. Und daraus werden dann mit einer anderen Applikation, also die dann die Kanäle wieder subscribed, also abonniert, dann Diagramme gezeichnet. Und das stelle ich auf irgendeiner Webseite da. Und die Dinger hängen, also mittlerweile habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Stück bei mir im Haus verteilt. Meine Frau fragt sich dann immer bloß, was blinkt denn da so komisch und was sind das für komische Hardware? Hast du da eine Kamera hinterlegt im Bad oder keine Ahnung? Auf jeden Fall in mehreren Räumen und dann kann ich immer so gucken, wer gerade geduscht hat. Das sieht man ja dann an der Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung. ja, oder wie kalt es bei mir in meinem Hobbyzimmer am Dachboden ist oder wie auch immer. So, und das ist so eine andere Geschichte und das war so eine Geschichte, die ist mittlerweile auch ein bisschen größer geworden. Es gibt noch mehrere Screens, also das sind jetzt Screens, die man umschalten kann mit den Tastern und da benutze ich übrigens auch dann ein 12er-Modul, weil ich eben Taster hatte, Two-Wire und auch diesen DAT zum Beispiel dran hatte, da reichen dann 2 Pins dann nicht mehr aus, 2 IBO-Pins. So, und das sind jetzt so einzelne Screens mit einem auf einem OLED und da hatte ich wirklich Speicherprobleme gehabt. Und da habe ich dann wirklich angefangen, okay, das ist dann die Darstellung dieses Screens, das ist ein Modul. Wenn man jetzt auf Uhr gedrückt hat, dann lade ich das, was davor drin, schmeiße ich raus aus dem Speicher, lösche im Prinzip das Modul. Es gibt da ein paar schicke Befehle in Lua, die ich auch gestern nicht erzählt hatte. Und lade dann das Modul zur Darstellung dieses Screens dann rein und immer so weiter, wenn ich von Uhr auf irgendwas gehe dann und so weiter. Vielleicht eine interessante Geschichte, also hier sind dann auch Bitmaps hinterlegt, mit denen man dann sich, also das ist hier Uhrzeit, meine Wetterstation, die ich da irgendwo betreibe, das ist, glaube ich, Luftfeuchtigkeit, Temperatur von dem Dingens und dann bei der Applikation habe ich dann mal so ein bisschen rumgefummelt mit JSON und Wetterforecast, also Wettervorhersagen, da hole ich mir zum Beispiel so stündlich, glaube ich, die Werte von Yahoo. Und da wird dann unter anderem auch immer so ein Code mitgegeben. Und wenn man die entsprechenden Bitmaps dazu hat, dann sieht man, okay, am Freitag, den 10.02.2017, soll es sonnig bewölkt werden. Ja, also Party Cloudy. Okay, ja, das sind so die Geschichten, die ich damit mache. Mittagspause müsst ihr euch dann mal ein. abseits von Not, also Fragen erstmal an der Stelle. Notes MCU verlassen wir jetzt. Also das ist ein kurzer Überblick jetzt gewesen. Auch, im Prinzip auch nur, um anzufixen, eine Frage. Ja, ganz kurz. ESP32 war die Frage, Lua. Die Entwickler sind gerade dabei, das zu machen. Also Not MCU auf dem ESP32
Gibt es schon teilweise, ist noch ein bisschen buggy und es gibt auch noch nicht alle Module dafür. Aber ja, die sind dabei. Gut, abseits von Node-MCU, also wenn man nicht Lua programmieren möchte, kann man natürlich auch diese lustigen AT-Befehle nehmen, die ursprünglich von Expressive darauf gebrannt wurden. Da findet man sich immer wieder, oder denkt man, man ist so vor 30 Jahren, als es noch Modems gab, so AT0, AT+, AT, keine Ahnung, AT, ganz komisch. Man kann natürlich auch das CSDK nehmen von Expressive. Es gibt auch Arduino-Freaks unter euch. Outet euch bloß nicht, danke. Es gibt auch eine Oberfläche, mit der man, also Arduino-like, ein ESP3266 programmieren kann. Ja, genau, ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht auch eine interessante Sache, aber ich finde Lua cooler. Aber wer aus der Arduino-Welt kommt, der kann auch da mit diesem komischen C-Dialekt. Ja, klar, natürlich. Also wenn man schon aus dieser Ecke kommt, dann fühlt man sich... ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Also wie gesagt, ich habe einmal hier ein Programm mit dem SDK geschrieben. Ansonsten bin ich jetzt immer auf Lua abgedriftet. Ja, aber wie gesagt, das sind so die Möglichkeiten. MicroPython kann man auch JavaScript. Es gibt einen Basic-Interpreter für das Zeug und Open Source. Und eine Zusammenfassung, was es da so alles gibt, hier unten. Und warte mal, was kommt noch an Folie? Okay, Fragen. Nein, also MicroPython habe ich nicht ausprobiert, aber... Ich wollte gerade auch sagen, das hat sich mal auf gute Mitarbeiter tatsächlich wirklich sehr gut. Meine Redaktion zu Hause war eine andere. Ich habe eine Frage, ich bin jetzt ein bisschen kurz kritisch, weil ich nicht gerade eingegangen bin. Was heißt Node-MCU? Ist das irgendwie so ein JavaScript-Scheiß oder warum heißt es Node? Du hast jetzt anderthalb Stunden verpasst und deswegen gehe ich jetzt nicht drauf ein. Lua! Also es ist Lua für ein ESP32866, um dir noch drei böse Worte an den Kopf zu werfen und jetzt denk drüber nach. Okay, da hinten war noch eine Frage. Ich würde gerne so fragen, ich kenne diese leichteste Plattform I.O., was eine gute Basis bildet für alle möglichen plattformunabhängigen Projekte. Ich habe es jetzt nicht vollständig... Die Plattform I.O. fehlt mir in dieser Liste einfach Ach so. Vollständigkeit halber, weil das eine ziemlich gute Methode okay. ist, das Paketmanagement für Microcontroller zu betreiben und auch Software auf Microcontroller zu bringen auf eine sehr, sehr definierte Weise. Fast jedes Gerät. Ja, also es gibt Es ist jetzt auch nur eine Auswahl, was ich jetzt hier aufgelistet habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob zum Beispiel Plattform.io hier mit in dieser Linkliste ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Klar, es ist jetzt nur unvollständig, was ich jetzt hier angegeben habe. Es gibt da natürlich mit Sicherheit noch andere interessante Geschichten und Projekte. Okay, noch eine kurze Linksammlung. Das sind im Prinzip die Links, die auch schon in der Folge des Vortrages... Eine Minute bitte, Jungs. Eine Minute bitte. Danke. Es sind auch schon die Links, die auch in dem Vortrag an sich so ein bisschen schon mal wahlweise drin waren. Oben nochmal der Link auf diese verschiedenen Toolchains, die es gibt. Da findet mit Sicherheit irgendjemand irgendwas, was ihm gefällt. Dann nochmal dieses Cloud-Bild, also die Firmware im Internet kompilieren, Module auswählen, Klick, zwei Mails, runterladen, flashen, fertig. Nochmal der Link zu dem Node-MCU-Manual, was wirklich sehr, sehr gut ist. Interessant ist auch, man soll es auch wirklich mal vollständig lesen oder wenn man irgendeine Geschichte hat, die man ausprobieren möchte, man sollte erstmal den Artikel dazu durchlesen oder das Kapitel, weil manchmal steht ganz unten, ja, und das können nur vier im AP-Modus sich anmelden oder es kann nur eine Server-Connection aufgemacht werden. Hatte ich da mal ein Beispiel gehabt, dachte mir mal, ja, mal zwei Server-Connection irgendwie. Ja, es geht nur mit einer. Das steht da nochmal so im Kleingedruckten. Also deswegen der Tipp, bevor man anfängt, nächtelang zu experimentieren, erstmal das Manual lesen, das ist immer ganz wichtig. Ja, und dann hier nochmal Lua allgemein und ein paar Skripte von mir, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht sinnvoll oder ob das Dubletten sind oder nicht, in dem Repository von mir. Unter Node-MCU-Skripts, da sind einige Skripte abgelegt, auch zum Beispiel von der Applikation, von den Bären-Applikationen, die ich auf den drei Bildern vorher gezeigt habe. Wer Lust hat, kann sich da Anregungen holen. Okay, noch Fragen? Eine Frage noch? Eine Anmerkung? Die Leute, die anfangen wollen, nachdem bei der Module-Auswahl gepackt wird, komplett Node-MCU
das sind einfach deutlich weniger Fehlerstellen, die ihr habt in der Elektronik. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach ein bisschen Prototyping geeignet, weil später im Grunde von 0,1 Unternehmen so klein wie möglich, allein wegen der Stromversorgung, weil 0,1 ist so locker mit Batterien, Akkus oder auch Solarbatterien, wenn es geschickt wird. Ja, ja, also, ja, klar. Das habe ich vielleicht auch, also die Anmerkung war gewesen, Anfänger sollten mit dem Not-MCU-Boards anfangen, nicht mit den Modulen, die ich jetzt hier in diesem Vortrag gezeigt habe, wo man wirklich anfangen muss, rumzulöten, die Stromversorgung selber aufzubauen. Man hat deutlich weniger Fallstricke, die Firmware ist auch schon raufgeflasht, vielleicht in einer älteren Version, aber zum Testen kein Thema. Nochmal, weil du noch die Anmerkung im Nachsatz hattest, man kann natürlich auch in diese gewissen Schlafmodi gehen, also in die Sleep-Modes, geht auch alles mit Not-MCU, also mit Notpunkt, Sleep, keine Ahnung, manuell lesen. Ja. Da hinten ist noch eine Frage. Ja, ja, klar, ja, natürlich. Kannst darauf flashen, was du willst. Flash-Schalter oder Jumper setzen und dann kannst du darauf flashen, was du willst. Kannst du, das ist ja das, was ich gesagt habe. Die Arduino-Freaks, die also wenn man so in diesen Arduino-Foren liest, was ich auch manchmal mache, um zu schmunzeln, ist jetzt nichts Böses, aber ja, die schreiben ja, ich habe mir jetzt ein Not-MCU-Board gekauft, die wissen gar nicht, was da drauf ist, und habe jetzt unter Arduino programmiert, also haben sie geflasht, also die haben im Prinzip die Not-MCU-Software. Bei Arduino muss man ja jedes Mal, flasht man ja jedes Mal das vollständige Binary rauf. Und zerstören damit natürlich dann das Eigentliche, was da drauf war. Und ja, also klar, auch bei diesen Not-MCU-Boards kannst du raufflashen, was du willst. Die heißen eigentlich nur Not-MCU-Boards, weil die Firmen... Das ist doch auch nicht die feine Art, oder? Hm? Warum? Das ist voll cool. Also diese Bitmaps, die ich da hatte, in diesem... Ja, das sind einzelne Dateien, das sind 45 Codes gibt es, glaube ich, 46 für Not, das sind 46 Bitmaps. So, und es gibt bei diesem U8G eben halt auch die Funktion, so ein Bitmap einzulesen und dort anzuzeigen. Sonst müsste man es hart programmieren, in so ein Array oder irgendwas, keine Ahnung. Ich finde das voll cool, dass ich da Dateien ablesen kann, die öffnen kann, lesen kann. Warum nicht? Aber jedem, wie er möchte. Okay, noch eine Frage? Ansonsten entlasse ich euch zur Mittagspause. Danke.